Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zurück im LS22 und zwar auf der Angelina oder Angelida Land Map. So, ja, das ist eine der Maps, die in der letzten Zeit rausgekommen sind, die mir persönlich aber immer noch am besten gefallen haben. Von der Aufteilung her, von den ja, Möglichkeiten her und so weiter und so weiter. Ja. Es kam in letzter Zeit ziemlich viele raus, aber wie gesagt, die Angelita Map, die war denn immer noch am besten. So, ja, heute möchte ich euch erst einmal dazu einladen zu der Hofbesichtigung und anschließend werden wir dann schon auf jeden Fall anfangen zu arbeiten, da wir drei Felder haben. Alle drei Felder sind reif, die sind einmal um den Hof rum verteilt. Und ja, jetzt gehen wir uns mal den Hof anschauen. Ja, okay, das Tor muss ich noch mal drehen. Das geht falsch rum auf. Aber jetzt machen wir das erstmal wieder zu. Ja. So. Der Zaun steht auch falsch rum. Aber okay. Gut. So, und damit herzlich willkommen hier auf den Hof auf der Angelita Map. So, hier haben wir einen kleinen Unterstand von Hörnern, Kleingeräte oder irgendwas anderes oder Ballenunterstand. Dann haben wir hier das Unia 800 Farmsilo, natürlich ohne Fehlstand. Dann haben wir hier einen riesen Unterstand für unsere Geräte. Der war hier eigentlich schon auf dem Hof drauf. Ich habe ihn einfach nur noch mal versetzt. Yay. Und hier stehen auch noch, ja, hier stehen noch ein paar Leuchten drinne. Die muss ich auch noch rausnehmen. Machen wir mal das Tor auf. So. Dann haben wir hier zwei Durchfahrsilos, zwei mittlere. Natürlich schön mit Beleuchtung für die Nachtarbeit. Ja, falls es dann doch mal ein bisschen später wird. So, dann haben wir hier noch mal einen Unterstand, einen größeren. Und noch von hier hinten aus ebenfalls noch mal die Zufahrten zu dem Unterstand hier. Und damit halten wir dann wirklich mehr als genug Platz, um hier unsere Geräte unterstellen zu können. So, dieser Kuhstall mit Weide, mit Fütterungsanlage. Hier ebenfalls Unterstand mit Werkstatt. Und da steht auch noch. Da muss ich noch mal ein bisschen was tun. Hier stehen bei jetzt noch ein paar Lampen rum, die da drinnen nichts zu suchen haben. Dann haben wir hier einmal ein Flüssigdüngelager sowie ein Herbizidelager. Hier hinten steht dann noch die Tankstelle. Ja, natürlich selbstverständlich beleuchtet. So. Und was mir natürlich mega wichtig war, ist, dass hier auch wirklich grün steht. Ja, nicht nur so stur Beton, sondern auch wirklich grün, wie Bäume und Sträucher. Ja, so, dann haben wir hier noch mal zwei Gewächshäuser. So, bin jetzt nicht auf den Namen gekommen. So, dann laufen wir mal hier hinten durch die Fauna, die Flora. So, dann haben wir hier unser Güllelager sowie unser Misthaufen vom Kuhstall. Ja, Freunde, das wäre eigentlich erstmal ein sofern gewesen. Wie ihr sagt, Platz ist in der kleinsten Hütte. Und ja, wir gehen mal rasch rüber zum Händler, weil da steht der Drescher noch. Der ist selbstverständlich gemietet. Und zwar werden wir heute in der Folge anfangen, Feld 3 zu dreschen. Dort müsste Hafer draufstehen. Der ist auf jeden Fall erntereif.
Und dann kriegen wir auch gleich noch die erste Produkt für unsere liebe Milchviehwirtschaft, sprich Stroh. So, hier steht da das gute Stück John Deere T560. Reicht völlig aus für unsere Feldgrößen. So. So. Und dann koppeln wir mal das Schneidwerk an. Halt. Rückwärts. So, GPS, Vorgewendemodus bzw. Vorgewendemanagement sind hier in dem Gerät nicht verbaut. Dadurch, dass das nur zur Miete ist, habe ich gesagt, ich werde das hier in dem Gerät nicht mit einsetzen. Das heißt, im Endeffekt selber machen. So. Fassungsvermögen sind 8500 Liter, reicht völlig aus. Zu große Geräte möchte ich denn hier auch nicht verwenden, weil das macht keinen Sinn. Bei die kleinen Felder, ein bisschen realistisch wollen wir da in dem Punkt auf jeden Fall schon mal bleiben. Ob jetzt nur alles hier im Spielspaß so realistisch ist, sei jetzt auf jeden Fall erstmal noch dahingestellt. Im Endeffekt ist es ja so, es ist und bleibt immer noch ein Spiel. Das wollen wir mal bitte nicht aus den Augen verlieren. So, Schneidwerk drauf. Und dann wollen wir das gute Stück ankoppeln. Ja, jetzt kommen wir hier drum. So, dann gucken wir mal. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier dran sind. Dann können wir einen Meter zurück, aber so schnell war ich nicht. Ein bisschen zurück und dann stimmt der lang. Ja, die Sichtweite natürlich beim Drescher ist doch extrem eingeschränkt. So, das sollte aber reichen. Schauen wir mal. Ich sag mir immer, bei solchen Geräten, die gemietet sind, lieber einmal zu viel ausstellen als einmal zu wenig. So. Und Umleuchte an und auf geht's. Und Mädels hier im Indien-Liter-Land, die fahren dann doch recht rasant. Denn die war einmal ein bisschen mehr gewartet. So, da ist frei. Da hinten Komfort, aber da sind wir vorher raus. Das Abtankfahrzeug steht schon bereit. Und das Gespann ist dann aber auch schon das erste Equipment für unseren Hof. Wir haben jetzt noch rund 1,6 Millionen. Aber gerätetechnisch sind wir noch längst nicht am Ende. Das heißt, im Umkehrschluss, selbstverständlich, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen,
Gegend flöten geht. So, gucken wir mal, dass wir jetzt hier vorbeikommen, ohne den Bauch zu knutschen. Fertig an. Durch Zapfwelle Haritze. Zack. Okay. Außenansicht, weil Strohplan ist an und dann machen wir auf jeden Fall erstmal eine Feuerrunde. Ja, haben wir wieder Land. Wir haben ja auf der Map noch diverse Produktionen verbaut. Mittlerweile befindet sich die Map auch schon in der Version 1.05. Und laut Mapper wird es auch die einzige Version bleiben. Beziehungsweise gibt es dann die letzte Version, soweit ich es gelesen habe. Ob jetzt denn da sich nochmal ein Update dazu gesellt,
irgendwann mal, sei dahingestellt. Ja, bei mir läuft die Map völlig fehlerfrei. Alle Krankheiten, die die Map hatte seit der Version 1.1 bzw. 1.0.1 sind von der Map ausgemerzt worden. Und ja, es fühlt sich gut an, wirklich gut. So, jetzt sind wir am Gott. Ah, er liegt schwarz, sehr schön. Ja, warum gucke ich ständig nach der Schwarz? Weil ich sie beim Wendemanöver ausschalte. Weil ich möchte nicht, dass das Stroh im Gras liegt. Sondern ich möchte, dass es im Feld liegt. Deswegen schalte ich das aus beim Wendemanöver. So, und dann können wir jetzt den Bahn machen. Jetzt Bahn auf und runterfahren. Sicherlich wird es hier jetzt nicht so mega professionell sein. Dazu muss ich aber sagen, ich bin kein Profi, ich möchte auch gar kein Profi sein. Und zweitens, wie ich ja schon mal öfter sagte, es bleibt immer noch ein Spiel. Und
hat mit der Realität nicht allzu sehr viel zu tun. Weil in Realität wird vieles anders gemacht, als es hier im Spiel überhaupt möglich ist. Sicherlich, man kann ein Spiel auch so realistisch wie möglich beschreiben. Dazu helfen uns natürlich selbstverständlich einige Mods, wie zum Beispiel das GPS-System, GPS von Rockstar bzw. VCA, da hilft uns ebenfalls schon dabei. Denn es soll ja auf jeden Fall wieder für den 22er mit russischen Farming rauskommen. Ebenfalls wieder so ein Mod, was uns wirklich dabei hilft, das Spiel so realistisch wie möglich zu beschreiben. Gerade diesmal hat er uns keine Schwach gelegt, das ist natürlich ärgerlich. Aber was geht's denn noch? Füllstand, 5,600. Naja, dann haben wir noch eine halbe Bahn und dann wollen wir mal antreten. Das gute Stück hier. Da ist die Plätze nochmal kurz in den Fan. Einerseits Wein pressen, eine Ladung, würde sagen, die Anhängerladung voll, und der Rest werden wir definitiv lose einsammeln per Ladewagen, weil wir die ganz gut so besser gebrauchen können für den Fütterungsroboter. Sein. Der ist schon 5400. So, aber bevor wir jetzt hier in die Bahn wieder reinfahren, gehen wir mal ein Stück hier ausklappen. Jetzt fahren wir mal rüber zum Abtanken. Ja, Fendt Vario 314, 142 PS.
sollte für unsere kleineren Zwecke auf jeden Fall ausreichend sein. So. Ich würde sagen, wir können wieder wechseln. Schöne bei dem Johnny hier, das sieht man nicht schön, wenn der Ferry ist, wenn wir abtanken. So, aber Freunde, ich würde sagen, ich mache das Feld ohne euch fertig. Das heißt, ihr dürft in den Feierabend, dürft euer Bierchen genießen. Ich mache immer weiter. Kein Ding. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wieder, wenn ihr denn wollt, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin sage ich bye bye, ciao ciao und bleibt gesund.